Ein wichtiger Punkt für mich ist natürlich auch die Dorfplatzgestaltungen in der Gemeinde. Wir haben 24 Ortschaften und es sind nicht alle Ortschaften gleichberechtigt behandelt worden in der Vergangenheit bei der Dorfplatzgestaltung. Und deshalb möchte ich, dass ein jeder Ort und eine jede Ortschaft, wenn sie den Wunsch äußert, den Dorfplatz zu gestalten, dass wir von der Gemeinde natürlich jetzt den handelnden Personen beistehen und dass wir dann auch die Förderungen, die dann den einzelnen Ortschaften gegeben werden, gleichberechtigt aufteilen. Nicht so, wie es in der Vergangenheit war, dass einzelne Ortschaften benachteiligt werden und andere bevorzugt. Konkret natürlich werden wir heuer im Frühjahr den Dorfplatz in Eberndorf gestalten. Ich glaube, dass das schon lange an der Zeit ist und man hat sich ja mit der Bevölkerung darauf geeinigt, wie das aussehen soll. Und nach dem Josefemarkt werden wir mit der Ortsplatzgestaltung beginnen. Gürstelsdorf hat sich auch schon angemeldet. In Buchbrunn gibt es auch schon Ideen, wo man den Dorfplatz neu gestalten möchte. Und so wird jede Ortschaft eine nach der anderen, sage ich einmal, zu Genuss kommen, dass die Ortschaftskerne um viele schöner sind und wo sich die Menschen dann gerne treffen zu einem Plausch und zu einem Gespräch.